Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht's, ich bin in der 1.15 zusammen mit Forge und 17 Mods. Ich hab's auch mal hinbekommen, ein paar Mods zu installieren für die 1.15 und ich würde mir die jetzt mal anschauen und dann ist die große Frage, installieren wir ein paar Mods auf dem Community-Server? Ich gehe nicht davon aus, dass viele Neulinge dieses Video sehen werden, weil es schon mega viele Videos gibt zu 1.15 Mods. Aber falls jemand hier auf dieses Video geklickt hat und mich noch nicht kennt, ich habe einen Community-Server und wenn du diesen Kanal abonnierst und einen netten Kommentar schreibst, wie du in Minecraft heißt, dann kann ich dich auf die Whitelist packen. Und außerdem musst du auch noch zuschreiben, was du gerne auf dem Community-Server bauen willst. Aktuell sind wir da mit ein paar Königreichen und so weiter am Start und haben da einen Haufen Spaß. Aber mehr Mitspieler sind immer gut, deswegen, falls du neu bist und da mich noch nicht so gut kennst, kannst du dich gerne auf dem Community-Server mit beteiligen. Und ja, ihr seht schon hier hinter mir, was ist das für ein Biom, was geht hier eigentlich ab? Ich habe ein paar Mods installiert, ich zeige euch die mal eben. Wenn ich hier auf... geht es hier nicht mehr? Komm, ah, lul. Dann muss ich das nochmal von hier machen. Mods. Einmal habe ich die Double Slabs Mod drauf, die, also wenn ihr die nicht kennt, dann schaut bei Spark vorbei, da hat auch ein Video dazu gemacht, da habe ich auch die Idee jetzt her mit den Mods. Ich werde auch mal vielleicht einen Link, wenn ich dran denke, zu Spark in die Beschreibung packen. Eine Backpack Mod habe ich dabei und es ist das Spiel gecrashed, moin. warte, OBS, sieht man was? Ja, hier könnt ihr einmal den Ordner sehen. Backpacks, Biome Oplenty, Double Slabs, Dungeon Crawl, das ist so ähnlich wie Dungeon Tactics oder Roguelike Dungeons. Die sind aber noch nicht geupdatet. Essentials ist eine Mod, die ist jetzt ein bisschen noch zu modmäßig. Ich will nämlich nicht so Sachen haben auf dem Community Server, die so arg von Vanilla abzweigen. Das ist halt so ein eigenes Ding. Ich mache die Essentials Mod nochmal raus. Class of Items, Lava Monsters, Peaceful Surface, Player Plates, die Ropes Mod, The One Probe, Korea Thumbstone, absolut beste Mod, fast 10 Millionen Downloads, Torch Slab Mod, Waystones und World Edit. Als ich gesehen habe, World Edit 1.15, war ich so, wait, what? Und ja, okay, jetzt starte ich es nochmal neu. Ich werde die jetzt auch nicht alle vorstellen. Wenn ihr die Mods nicht kennt, dann ladet sie euch selber runter. Ich werde zu diesen, die jetzt hier sind, die Links in die Beschreibung packen. Und ja, jetzt lädt Minecraft. Gut, back in business, gehen wir wieder in die Welt rein. Ja, jetzt mods da schon rum, weil ich die ganzen Essentials-Mods rausgemacht habe, oder die Mod halt an sich rausgemacht habe. Aber ja, was ich gesagt habe für Mods, die ich auf den Community-Server machen werde. Biome Oplenty nicht, wir haben ja schon die Welt und da müssen wir eine neue Welt generieren und pipapo. Das ist zwar schön und gut, aber nicht für den Community-Server. Biome Oplenty ist halt auch eine mega geile Mod. Serene Seasons hat es glaube ich auch schon geupdatet, aber das brauchen wir denke ich jetzt auch nicht. Genau, ich kann mal hier eben ins Inventar gucken. Just Enough Items würde ich auf jeden Fall drauf machen, das stört ja keinen, wenn man sich hier die Rezepte alle markieren kann und dann hier immer irgendein Zeug durchcraften kann oder auch einfach schauen kann, wie stelle ich jetzt nochmal hier, keine Ahnung, den Blast Furnace her oder Pisten, keine Ahnung. Kann ja sein, oder auch irgendwas. Detector Rail, ach, mit einer Stone Pressure Plate braucht gar kein Stick. Also Just Enough Items, ich glaube, das stört niemanden, wenn ich die mit drauf packe, die Mod. Dann die Double Slabs Mod, auch ganz simpel. Man packt einfach zwei Slabs übereinander, kombiniert. Zum Beispiel kann ich jetzt Stone und Oak Slab kombinieren und habe dann so einen Block, also eine Petrified Oak Slab 0. Dann machen wir einfach random Slabs. Das, ich meine, warum nicht? Wen stört das? Also die Mod können wir auch locker auf den Community-Server draufpacken. Was habe ich dann noch dabei? Dungeon Crawl. Ja, da habe ich hier hinten gerade so einen Dungeon gefunden. Ach, was ich gemerkt habe, Optifine funktioniert mich nicht mit diesen Mods. Beziehungsweise es funktioniert überhaupt nicht mit Forge. Ich weiß nicht warum, aber funktioniert halt nicht. Hier seht ihr so ein fettes Dungeon. Dungeon Crawl mit auf den Community-Server machen? Fragezeichen. Ich mache mal eine Abstimmung. Stimmt mal ab. Dungeon Crawl auf den Community Server, ja oder nein? Ihr seht hier so Dungeons halt mit ein paar Fässern dann, wo der Loot drin ist. So am Schild und so weiter. Ja. Stimmt mal ab.
Okay, perfekt. Ich hoffe, ihr habt abgestimmt. Dann gucken wir jetzt noch weitere Mods an. Einmal hier natürlich The One Probe. Werde ich auch mit drauf machen. Stört auch niemanden. Wenn man zum Beispiel eine Kreatur anguckt, dann seht ihr jetzt links bei mir steht da Kuh, hat 5 Herzen. Oder irgendein Schwein hat 4 Herzen wahrscheinlich. Ne? Ja. Und man kann auch hier immer gucken, wie so die Sachen heißen. Man kann auch, was ich cool finde, wenn ich im Survival-Modus bin, wenn ich Blöcke abbaue, dann wird links dieser Progress angezeigt. Das ist immer ganz cool, wenn man Obsidian oder so abbaut. Dann sieht man, wie weit ist man jetzt schon vom Abbauen her. Oder ich kann auch hier alles Mögliche halt. The One Probe, eigentlich eine ziemlich nützliche Mod. Man kann auch hier das einstellen, wie sehr man die Info haben will. Ich habe es immer auf Extended, finde ich am besten. Und mit Shift-Rechtsklick kann man gucken, wo will man diesen Bildschirm haben. Man kann sich mitten reinsetzen, man kann ihn mega groß machen. Und wenn ich dann irgendwo hingucke, dann ist es super nervig. ja, so halt. Aber ich habe es immer am liebsten links und auf dem ersten Plus von der Größe her. Und dann stört es mich nicht. Ja, okay, was haben wir noch an Mods dabei? Ach, hier seht ihr schon den Slot für die Backpacks-Mod. Ich gehe nochmal eben in Kreativmodus. Wir haben nämlich Backpacks dabei. Ah, die sind hier, haben gar kein extra Ding. Da muss ich, kann ich hier unten jetzt zum Beispiel einfach Backpack eingeben und mir das Ding geben. Wenn ich das Leder so benutze, dann kann ich mir Backpack craften. Ich kann hier in Just Enough Items. Oh, geht noch nicht, okay. Dann müssen die das wahrscheinlich noch hinzufügen. Kann ich mir so ein Backpack craften? Wie komme ich jetzt da dran? Ist das safe hier irgendwo im Kreativmenü? Ah, hier, ganz unten. Perfekt. Ich kann mir das in diesen Slot hier machen und dann habe ich auf meinem Rücken so ein Backpack. Und wenn ich, muss ich mal eben in den Einstellungen gucken, wie kriege ich das Ding auf? Okay, auf der Internetseite steht mit B. Ach ja, herrlich. Okay, also mit B kann ich das Backpack aufmachen, rumrennen. Ich vermute, wenn ich das ausziehe und jetzt B drücke, geht nichts. Also ich muss das Backpack in einem Slot haben. Dann kann ich darauf zugreifen. Ist auch nicht zu OP, dass man jetzt hier eine Schalker-Box mehr mitnehmen könnte. Ja, ganz simpel. Finde ich ganz cool. Übrigens, ja, es ist glaube ich sogar Peaceful, nee, auf Normal die Schwierigkeit. Und hier spawnen keine Monster. Das liegt an der Peaceful Surface Mod. Die macht, dass auf der Oberfläche keine Mobs spawnen. Die spawnen nur noch unterirdisch. Und zwar auch bei kompletter Dunkelheit. Also ihr seht's, hier haben wir zum Beispiel... Okay, es ist ein Spawner. In den Höhlen sollt ihr. Ja, hier ist zum Beispiel Spinne. Oder hier haben wir auch so Zeug. Also nur unterirdisch und bei absoluter Dunkelheit spawnen noch Mobs. Das würde ich für meinen Teil auch auf dem Server machen. Ich mache auch hier nochmal eine Abstimmung. Sollen wir diese Peaceful Surface Mod drauf machen auf den Community Server, dass an der Oberfläche keine Monster mehr spawnen, aber nur noch unterirdisch? Das fände ich. Mega cool, also ich werde auf jeden Fall für Mod aufmachen stimmen. Mal schauen, wie ihr euch entscheidet und am Ende zählt dann die Mehrheit. Dann gucken wir mal weiter, was habe ich noch dabei. Diese Torch Slab Mod, eigentlich relativ simpel, ich kann eine Torch oder eine Laterne hier auf eine Slab packen. So, jetzt kann ich einmal in Cheat Mode toggeln. Ich nehme jetzt, kann ich auch Redstone Torches nehmen? Ja, tatsächlich. Also die da, oder auch Laternen, wo haben wir Laternen? Hier unten kann man auf Slabs packen. Ganz simpel, sehe ich auch keinen Grund, warum es nicht auf dem Community-Server sollte. Wir haben auch eine komische Hitbox jetzt. Naja, okay. Frage, geht es auch mit Androids? Ja, cool. Okay, was hätten wir denn noch an Mods dabei? World Edit, ja, man kennt's, mit / Wand kann man sich die diese Axt hier geben und dann einfach so zum Beispiel. Und dann /. Und jetzt finde ich es cool, es werden sogar die Commands angezeigt, was man alles machen kann. Ich kann zum Beispiel hier Walls. Oh, gibt's jetzt alles Mögliche. Mache ich einfach mal Block, keine Ahnung, Stone. Und zack, kann ich mir Mauern aus Stein generieren lassen. World Edit. Die es lebt und lebt. Funktioniert. In 1.15. Yay. Okay, dann die Ropes Mod habe ich jetzt auch noch dabei. Das ist auch eine kleinere Mod. Und Player Plates genau dasselbe. Es gibt diese Platten. Die kann nur ich aktivieren.
Und es gibt die Mob-Platten, also zum Beispiel die hier, passiert nichts, wenn ich drüber laufe, aber wenn ein Schaf drüber läuft. Also die Kuh aktiviert die Mob-Plate und ich nicht. Und eine Obsidian-Plate kann ich aktivieren, aber die Kuh nicht. Ihr seht, die steht drauf und es passiert nichts, bei mir schon. Eigentlich ziemlich simpel. Also wenn wir Mods drauf machen auf dem Server überhaupt, dann ist die Mod auf jeden Fall auch dabei. Waystones ist so eine Sache. Ist eine geile Mod. Die macht quasi das Reisen sehr, sehr viel einfacher. Auch gerade beim Community-Server, wo wir so unglaublich weit auseinander sind mit unseren Basen, gibt es jetzt diese drei verschiedenen Waystones und ich kann zum Beispiel den hier aktivieren mit einem Rechtsklick. Und dann habe ich hier eben zum Beispiel den Ort, der heißt jetzt eben so komisch. Und wenn ich dann hier hinten hingehe und ich sage jetzt mal den hier drauf mache, dann kann ich jetzt hier auswählen, wo ich hin will. Dann kann ich hier immer klicken. In Survival kostet mich das ein Level. Ich habe jetzt keine Level. Ah, okay, das geht jetzt noch. Das hängt nämlich immer von der Entfernung ab. Also so kurze Dinger gehen ohne Probleme. Wenn man jetzt weiter reisen müsste, dann muss man Level zahlen. Finde ich, ist eigentlich ganz machbar. Auch hier mit diesen Scrolls. Ich kann jetzt zum Beispiel die hier einmal herstellen. Ihr seht das auch durch Just Enough Items. Kann ich angucken, wie ich die herstellen kann. Ganz easy. Kann ich hier nehmen, hier einmal draufklicken. Jetzt ist sie hier hin quasi gebunden. Und wenn ich jetzt am Arsch der Welt bin und Rechtsklick gedrückt halte, dann teleportiert die mich hier hin. Easy. Also nie wieder den Nachhauseweg nicht mehr finden. Auch vielleicht ziemlich praktisch im End. Einfach, man stellt so Dingens auf die zum Portal, fliegt dann mit der Elytra los, irgendwelche Cities raiden, am Ende holt man so ein Ding hier raus und teleportiert sich dann. Zack, hier kann ich sogar jetzt auswählen, wohin ich will mit der Verzauberten. Was kosten die? Okay, das stellt man dann so her. Ja, also Waystones, eigentlich ziemlich cool. Man braucht halt immer diesen Warp Stone als Herzstück für so ein Waystone oder halt auch, für die Dinger nicht. Aber ja, finde ich auch geil, dass sie schon für die 1.15 ist. Ich hatte die auch in Minecraft Rivals, wer das noch kennt, mit dabei. Eigentlich eine ziemlich geile Mod. Dann habe ich jetzt noch was vergessen, die Lava Monster Mod. Das ist einmal dieser Dude hier, die spawnen unterirdisch bei Lava sehen. Und ja, machen es einfach ein bisschen spannender. Ist auch so eine kleine Schwierigkeit, sage ich jetzt mal. Ja, der greift sogar die Viecher an. Würde ich sagen, machen wir sogar mit rein, weil wir ja diese Peaceful Surface haben. Das einfach hier oben ist es friedlich, aber unterirdisch ist es halt dann gefährlicher, sage ich jetzt mal. Ja, also würde ich sagen, machen wir dann auch mit rein, wenn wir Mods auf den Server packen. Das Ding ist halt, dass Optifine nicht damit funktioniert. Das ist ein bisschen nervig. Die Ropes wurden noch einmal kurz gezeigt. Das sind die Dinger hier. Da kann man sich eben irgendwie Ropes craften. Solche Dinger. Und dann kann ich zum Beispiel hier. Ja, Stone Age Moin. Ah, lol, das geht im Kreativ noch nicht so gut. Hier so eine Leine einfach runter machen. Ich denke, wenn Quark rauskommt, also die Quark Mod, dann. Da gibt es ja dann auch Ropes, dann wird diese hier wegfallen, weil Quark einfach viel besser ist. Aber Quark hat es noch nicht in die 1.15 geschafft. Aber ja, das wäre so die Ropes Mod. Könnten wir eigentlich auch mit drauf machen. Sehe ich keinen Grund, warum nicht. Ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Wenn ich das hier abbaue, ploppen die auch alle weg. Cool. Und dann halt noch zur letzten Mod. Das ist die Coral Tombstone Mod. Oder Tombstone. Tombstone. Ich weiß nicht, wie man Tombstone ausspricht. Sprachen lernen, Bubble. Ja, hier gibt es dann einmal diese Gräber. Eigentlich ganz simpel, wenn ich hier sterbe. Zack, dann. Jetzt kam kein Grab, weil ich keine Items hatte, oder? Ja. Ich habe jetzt mal einen Grasblock dabei, renne jetzt hier irgendwo rum. Ich habe jetzt sogar Ghostly Shape. Das ist so ein Effekt, wenn man stirbt, dann ist man unsichtbar und kann auch von Mobs nicht angegriffen werden. Was jetzt hier ziemlich Wurst ist, weil Peaceful Surface, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber ja. So, wenn ich mich jetzt nochmal kille, jetzt habe ich den Grasblock dabei. Zack, dann sollte jetzt hier irgendwo ein Grab erschienen sein. Wo bin ich gestorben? Hier wird mir sogar angezeigt. Cool. Und ich habe einen Schlüssel dabei. Und mit diesem Schlüssel kann ich das Grab öffnen. Wenn ich es richtig weiß, ne? Ah ne, welchen Halter sehe ich, wo das Grab ist? Ah, cool. Und was noch? Ich kann
Einfach draufklicken, dann bekomme ich die Sachen schon wieder. Okay. Hier sind neue Sachen dabei. Oh, muss ich sogar selber neu lernen. Oh yeah. Also hier werde ich, denke ich, ein Tutorial zu machen zu Coral Thumbstone. Eben mit Gräbern und man kann auch dann eben immer sehen, wo sein Grab ist, wenn man gestorben ist. Man kann auch dekorative Gräber einfach so machen. Ne? Und ja, die sehen ziemlich geil aus. Auch nochmal Abstimmung. Wenn ich noch eine machen kann, man kann mich nur begrenzt Abstimmungen machen in YouTube. Coral Thumbstone drauf machen oder nicht. Ich bin auf jeden Fall dafür. Finde ich, ist eine ziemlich coole Mod. Ja. Also, das wären dann so die ersten paar Mods zur 1.15 gewesen. Es gibt noch sehr viel mehr. Wenn ich noch andere coole finde, werde ich auf dem Discord nochmal eine Abstimmung machen. Und jetzt bin ich hier die ganze Clip runtergeflogen. Ja. Übrigens, Link zum Discord-Server von mir auch nochmal in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich denke vom Community-Server, ich habe schon ein bisschen was aufgenommen, aber noch nicht genug für ein Video. Das wird dann die Tage auch online kommen. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao Leute.